Hallo und herzlich willkommen hier bei Mr. Investment TV, dein Kanal zur finanziellen Unabhängigkeit und Lifestyle. Heute möchte ich euch die Aktie Deutsche Euroshop vorstellen. Die Deutsche Euroshop AG Gruppe ist ein Shopping Center Investor, der derzeit 21 Shopping Center hält. Diese Shopping Center werden von der ECE Gruppe gemanagt. Das Management von der ECE ist als sehr gut zu beurteilen, da sie über langjährige Erfahrung im Immobilienbereich verfügen und insbesondere eben auch einen großen Schwerpunkt auf Shoppingcenter haben. Die Strategie der Deutsche Euroshop ist es, in qualitativ hochwertige und etablierte Shoppingcenter zu investieren. Das große Risiko ist hier natürlich in der derzeitigen Zeit der Trend zum E-Commerce zu nennen, der ja jährlich Wachstumsraten von derzeit noch so 8 bis 9% in Deutschland hat. Also sieht man, der Trend, der ist eben insbesondere auch zum E-Commerce und das lässt natürlich die Umsätze im stationären Einzelhandelsbereich sinken. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Bereiche, die relativ konstant verlaufen, wie jetzt der Lebensmitteleinzelhandel oder auch Drogerie. Und zum anderen gibt es auch Bereiche, die wachsen, wie zum Beispiel die Gastronomie, weil die Deutschen immer mehr auswärts auch essen gehen. Das ist eben auch ein Trend, der besteht. Ein weiteres Risiko stellt die Corona-Krise dar, weil die Shoppingcenter aufgrund des Lockdowns ja jetzt geschlossen waren. Und das bringt die stationären Einzelhändler natürlich etwas in Bedrängnis, da diese dann keine Umsätze haben und womöglich dann auch Schwierigkeiten haben, die Miete zu bezahlen. Außerdem kommt noch hinzu, dass wir auch nicht wissen, wie lange die Corona-Krise andauert, ob es gegebenenfalls zu mehreren Lockdowns noch kommen sollte oder eben grundsätzlich, inwiefern die ganzen Einzelhandelsketten das überleben werden. Andererseits ist es auch so, dass sich einige Konsumenten vielleicht auch zurückhalten werden jetzt erstmal und dann eben erstmal nicht shoppen gehen. Das könnte dann auch dazu führen, dass die Einzelhändler dann eben ein bisschen geringere Umsätze haben. Dann seht ihr hier einmal die verschiedenen Standorte der Shopping Center von Deutsche Euroshop. Und zwar seht ihr da eben insgesamt, dass da der Hauptschwerpunkt eben natürlich in Deutschland ist. Aber zur Diversifizierung haben sie eben auch also ein paar Shopping Center in verschiedenen osteuropäischen Ländern. Dann habe ich hier einmal alle einzelnen Shopping Center aufgelistet. Der eine oder andere von euch kennt sicherlich einzelne Shopping Center davon. Ja. Also da sieht man insgesamt, dass sie von der Größe her recht gut diversifiziert sind. Sie haben zum einen eher kleinere eben mit 27.000 Quadratmeter, aber auch bis hin zu ganz großen Kloppern, sage ich mal, von 120.000 Quadratmeter. Von der Vermietung her sieht man hier, dass sie eben vorher, eben vor Corona wohlgemerkt, hatten sie eben eine sehr hohe Vermietungsquote. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Die schlechtesten Shoppingcenter haben da 97% Vermietung. Und ich persönlich finde, das ist in Zeiten von E-Commerce, ist es wirklich, zeigt das eben, dass das gute etablierte Shoppingcenter sind. Und das sieht man insbesondere eben auch an den Besucherzahlen, als auch an der Eröffnung. Da sieht man eben auch bei einzelnen Shoppingcentern, dass die wirklich schon seit Jahrzehnten existieren und eben auch ihre Berechtigung haben. Kommen wir zu den Corona-Auswirkungen. In April und Mai 2020 wurden lediglich 30% der Mietzahlungen eingenommen. Also das heißt, da sieht man eben auch, dass ein Großteil der Mieter eben auch schon die Mieten gestundet haben und bereits auch 4,6% der Mieter haben einen Insolvenzantrag gestellt. Ich finde, insgesamt ist es noch relativ moderat und kommen sie so da noch ganz gut durch. Aktuell bestehen natürlich noch weiterhin die Verhandlungen mit den Mietern. Es gibt Mieter, die verhandeln beispielsweise mietfreie Zeiten und wollen dann eben im Gegenzug ihren Mietvertrag nach hinten verlängern. Das ist eine gängige Praxis. Aber es gibt natürlich auch Mieter, die wirklich in existenzbedrohliche Zustände kommen und dann eben auch Probleme haben, ihre Miete zu zahlen. Und da gibt es eben auch Mieter, die da die Gunst der Stunde nutzen, um dann eben auch gewisse Standorte zu verlassen. Das ist natürlich ein Risiko. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Hier haben wir einmal den Einjahreschart. Da
Der Sieg waren, dass natürlich aufgrund der hohen Risiken, die eben auch bestehen, ist die Aktie sehr stark abgestürzt während der Corona-Krise und hat sich auch nur mäßig wieder erholt. Ich persönlich habe eine kleine Position gekauft, und zwar das war so um die 10 Euro. Und genau, bin da ganz gut gefahren. Zwischenzeitlich war ich mal 30% im Plus, also da hatte ich ganz gut Glück gehabt. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Aktie schon spekulativ. Also, und da sieht man auch im nächsten Chart, das ist der langfristige Chart, da sieht man, dass sie eben auch seit, ja, circa, was ist das, 2015, 2016, sind sie sehr stark abgestürzt. Das Hoch war so circa mal bei 47, 48 Euro. Und jetzt dümpeln sie da so rum. Nichtsdestotrotz finde ich, sind sie aber sehr stark abgestürzt und da könnte vielleicht auch ein bisschen Potenzial wieder nach oben sein. Kommen wir zur Bewertung. Da sieht man, also das KGV hat jetzt ohne Corona, muss man natürlich wohlgemerkt sagen, also wenn man jetzt konstante Gewinne annimmt, dann liegt es derzeit so bei circa 6,5 und das kann man aber natürlich nicht garantieren, weil die Gewinne jetzt natürlich in diesem Jahr werden sie einbrechen. Aber wenn man jetzt langfristig davon ausgeht, dass sie die Umsätze, also sprich die Mieterlöse, dass es wieder so sich einpendelt wie jetzt oder vielleicht auch durch den E-Commerce, der da auch natürlich ein bisschen die Umsätze reduzieren konnte, dass sie vielleicht ein bisschen geringer sind, dann finde ich sie aber jetzt echt extrem günstig zu kaufen, weil das ist so meine Annahme, dass sie vielleicht sich langfristig wieder einpendeln und da finde ich es dann schon ganz gut bewertet. Beispielsweise, wenn man da sich jetzt auch mal die Net Asset Value je Aktie anschaut, der liegt bei 42,3 Euro. Die Aktie notiert aktuell bei 10,70 Euro. Das ist dann doch ein starker Wertabschlag. Die Eigenkapitalquote liegt bei soliden 57,1%. Der LTV, das bedeutet der Loan to Value, bei 31,5%. Das zeigt, dass die Immobilien niedrig beliehen sind. Und die Darlehen, hatte ich mir auch mal angeschaut, die sind so mittel- bis langfristig refinanziert. Eben natürlich auch mit dem niedrigen Zinsniveau. Das ergibt natürlich auch einen guten Leverage-Effekt auf die Rendite dann für die Aktionäre. Sie zahlen seit 2001 ununterbrochen Dividende, was recht gut ist. Jetzt in der Corona-Krise werden sie logischerweise die Dividende einstellen, was ich aber gut finde, da sie dadurch die Liquidität eben schonen. Die Dividendenrendite würde bei 12,8% liegen, wenn man jetzt von einer konstanten Dividende ausgehen würde. Weil ich denke, also wenn man jetzt einfach mal ausgeht, dass das alles konstant bleibt, dass nach Corona pendelt sich alles wieder ein und die Dividende wird dann gezahlt, wie sie eben geplant war, dann würde sie so eben bei 12,8% liegen und das finde ich wirklich eine sehr gute Rendite. Und da finde ich, sind dann auch viele Risiken, die eben bestehen, der E-Commerce und so weiter, finde ich, sind damit ganz gut abgegolten. Und deswegen, das hatte mich eben dazu bewegt, sie ja, zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz muss man insgesamt festhalten, dass es ein spekulativer Wert ist. Ja, und natürlich jetzt auch nicht unbedingt für jeden vielleicht geeignet ist. Und man sollte vielleicht jetzt auch nicht unbedingt sein gesamtes Geld in diese Aktie stecken. Dann sieht man hier zu guter Letzt nochmal die Entwicklung ein paar Kennzahlen im Zeitverlauf. Sieht man eben, dass die Umsatzerlöse sind ganz gut gestiegen und in den letzten Jahren waren sie relativ konstant. Es könnte auch gut sein, dass sie vielleicht ein bisschen sinken, die Umsatzerlöse, also das heißt die Mieterträge. Und jetzt sind natürlich im Jahr 2020 auf jeden Fall durch die Corona-Krise, aber nachhaltig eben natürlich durch den E-Commerce kann es schon so sein und das kann natürlich auch insgesamt langfristig zu Leerständen führen in den Shopping-Centern. Was man hier auch sieht, dass die Dividende in den letzten Jahren wirklich gut gesteigert wurde. Das war mein Video. Wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr die vielleicht auch schon auf der Watchlist oder habt ihr sie gar schon gekauft? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Abo da. Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit der Daten. Die Inhalte wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen auch keine Empfehlung darstellen.